Hallo und herzlich willkommen zu einem schönen kleinen Test hier auf meinem YouTube-Channel. Heute habe ich für dich von der Firma Shure, du kennst Shure, oder? Die stellen nämlich eine der bekanntesten Produkte für Gitarristen überhaupt her, nämlich dieses Mikro. Das ist ein Shure SM57. Wofür nimmt man das? Um Gitarrenboxen abzunehmen. Einige von euch, die vielleicht nur Modeler spielen, werden noch nie was davon gehört haben. Aber auch in den Simulationen, die ihr habt, wurde das Ding in der Signalkette zum Schießen der IRs oder generell für sowas genommen. Und das ist ein super geiles Mikro, um Gitarren abzunehmen. Darum geht es aber heute gar nicht. Daher kennt man wahrscheinlich Shure. Shure stellen hervorragende Mikros her. Shure stellen aber nicht nur Mikros her, sondern auch seit einiger Zeit, 8 Jahren oder so, hervorragende digitale Sendesysteme für Gitarre, also Wireless-Systeme, sodass du auf der Bühne nicht mit der Gitarre und dem Kabel rumhängen musst, irgendwo hängen bleibst, Gläser umschmeißt und so weiter. Ich spiele seit einiger Zeit Wireless, manchmal auch nicht. Also wenn ich singe, spiele ich zum Beispiel kein Wireless, aber wenn ich nicht singe, spiele ich immer Wireless, weil du kannst überall rum, du kannst von der Bühne runter mal hören, ob die Gitarre auch laut genug ist. Meistens ist sie das nicht. Und ja, ansonsten, es gibt ja einfach Freiheit auf der Bühne und Kabelnerven, oder? Und jetzt ist es so, früher die Sender, also ich spiele schon sehr lang mit Sender, früher die Sender waren Analogsender. Und da man die ganze Bandbreite der Gitarre nicht so richtig gut übertragen konnte, war die Soundqualität und vor allem das Impulsverhalten, weil das irgendwie komprimiert war, es war vom Sound her immer schlechter als ein Kabel. Wollen wir es mal so sagen. Also zumindest bei den Systemen, die ich hatte. Und ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, was das für Systeme waren. Jetzt, irgendwann, wurde diese 2,4 GHz Band auch benutzt für digitales Wireless. Und Shure waren da im Prinzip eine der ersten Firmen auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die richtig, richtig geile, professionelle Systeme für Profimusiker hergestellt haben. Vor allem auch für Gitarre. Natürlich auch für Mikro, ne, mit einer SM58 Beta-Kapsel oder sowas. Gibt es übrigens das System, was ich heute hier vorstelle, auch, also für Mikro. Aber halt vor allem auch für Gitarre. Und gerade mein Kollege Viktor Smolski, mit dem ich früher öfter auf der Musikmesse zusammen gelabert habe, der hat auch schon immer Shure benutzt und war auch immer extrem begeistert. So, das Teil habe ich jetzt hier und zwar ist das genau genommen das GLX D16 Plus. Und das ist gedacht für Pedalboards, denn wie du siehst, ist dieses Teil so groß wie ein Gitarrenpedal, also wie ein mittelgroßes Gitarrenpedal. Etwas größer als ein Boss-Pedal, etwas kleiner als so ein großes Strymon oder Digital Delay. Und das ist nochmal eine neue Entwicklung, denn früher haben diese ganzen Systeme immer auf 2,4 GHz gearbeitet. Falls ihr das was sagt, 2,4 GHz ist das WLAN-Band. Und wenn ich jetzt hier mal kurz in meinen WLAN gucke, wie viele Netzwerke hier sind, allein in diesem, ich glaube, 15-Parteien-Haus, dann ist das schon beängstigend. Also die Liste geht so weit runter, dass ich scrollen muss. Und wenn du jetzt natürlich in so einer Live-Venue bist und jeder hat ein iPhone und hat auch noch dieses Personal Hotspot aktiviert, auch auf dem 2,4 GHz-Band, dann weißt du, oh, da könnten ziemlich viel Betrieb auf dem Frequenz-Dingsbums sein. Deswegen hat Shure die Dual-Band Funktechnologie entwickelt bzw. weiterentwickelt und bietet zusätzlich zum 2,4 GHz Band noch das 5,8 GHz Band an. Und das Geile ist, der switcht die automatisch, je nachdem welches gerade am besten funktioniert und du kriegst davon überhaupt gar nichts mit. Es ist also einfach ein zusätzliches Sicherheitsbackup und du hast eigentlich immer Signal. Also die Dinger fallen einfach nicht aus, weil es einfach zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das Teil dein Gitarrensignal übertragen kann. So, was ist wichtig an so einem Sender? Also erstmal, da es auf dem Boden ist, also das Empfängerteil ist auf dem Boden, ist es wichtig, dass das Ding robust ist. Und das Ding ist gebaut wie ein Panzer. Es ist auch relativ schwer, wo ich sagen würde, es ist fast schon zu stabil und zu schwer. Da hätte man jetzt nicht ganz so overboard gehen müssen, weil das musst du ja auch alles immer mit dir rumschleppen. Aber ja, besser so als andersrum und du trittst auf einmal drauf und es ist kaputt. Apropos drauftreten, im Empfänger ist ein Gitarrentuner drin. Den zeige ich dir gleich, wenn ich das Ganze angeschlossen habe. Ich habe es extra mal nicht angeschlossen. Und was jetzt hier, was du im Bild nebendran siehst, das ist der Sender.
Kann man mal hier in die Kamera halten. Da ist ein schönes Schuhe-Logo drauf. Ja? Und von unten hast du hier die Beschreibungen. Hier ist eine Buchse. Das heißt, wenn dein Kabel kaputt geht, kannst du jederzeit eins ersetzen. Und dann hast du hier einen Ausschlag. Machen wir mal aus. Und hier ist das Batteriefach. Das ist doppelt gesichert. Du musst dieses Teil nach außen drücken und dann ziehen. Das geht, wenn ich das so in die Kamera halte, geht es ein bisschen schwierig. Wenn du das vor dir hast, ist es super easy. In der Kamera, jetzt habe ich es so. Und dann siehst du, hier ist eine Batterie drin. Und die kannst du rausleiten. Die sieht so aus. Ja, das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Der hält 12 Stunden. Hier ist er wieder drin. Und das Ding ist, das geht nicht von selber raus. Du müsstest ja da nach unten drücken und nach neben, um das rauszukriegen. Das heißt, die Batterie fällt niemals von selber raus. So, dabei ist das Kabel. Hochwertiges Instrumentenkabel mit Neutrik-Stecker und dem Gegenstück. Und das kann man jetzt hier so reinschrauben. Also reinstecken und dann festschrauben. Das heißt, das Ding ist da bombenfest dran, das geht nicht ab. So, dann haben wir hier so einen Clip. Ja, einen Clip. Den kannst du dir entweder an den Gürtel machen oder ich mache das immer so, dass ich mir das an den Gitarrengurt mache. Übrigens kann man den Clip, schlaue Konstruktion, so rum und auch andersrum machen. Ja, also so rum und man kann den drehen und andersrum machen. Ich habe es gern, dass das Kabel nach unten zeigt. Und ich klippe mir das jetzt einfach mal hier fest. Zack. Steck das Kabel ein. Und dann schalte ich den an. Dann kann man schön ertasten, den Schalter auch. Zack. Und du siehst, hier wird das blaue Lämpchen RF, wird aktiv und ich kann spielen. Jetzt wirst du fragen, ja, woher weiß denn der Empfänger, welcher Sender und so weiter und so fort. Das ist ganz einfach. Man drückt einfach nur hier auf Group. Ne, man hält Group gedrückt. Und dann erkennt er das automatisch. Ich habe das jetzt schon gemacht und ich habe es jetzt auch nicht gelöscht. Und man kann hier auch über Channel verschiedene Kanäle wählen und das Ganze konfigurieren, wie man will. Es ist alles ganz genau beschrieben in der Anleitung und es gibt auch diverse Tutorial-Videos auch von Shure selber. Und was man auch machen kann, um zu überprüfen, ob der Link aktiv ist, dazu mache ich das hier mal wieder ab. Du hast hier ein Ladeding, das siehst du hier. Wenn du da das Fach aufmachst, siehst du, da ist ein USB-C-Anschluss dran. Damit kannst du das Ding auch aufladen, also den Akku im Empfänger aufladen. Und du kannst hier den Link-Button klicken und dann blinkt unten der Empfänger. Siehst du das? Und dann weißt du genau, aha, wir sind richtig verbunden. Ich stecke das nochmal dran. So, und du hast drei Gruppen, die du wählen kannst. Und du kannst da drin verschiedene Kanäle wählen. Und das macht das aber eigentlich automatisch. Du musst ja darüber überhaupt keine Gedanken machen. Wenn du es das erste Mal anschaltest, wird es automatisch connected. Ja? Ansonsten ist super einfach beschrieben in der Anleitung. Es ist nicht kompliziert. So, du kannst verschiedene Sachen einstellen und das möchte ich dir gerne jetzt zeigen. Wenn du hier Mode wählst, also wir sind jetzt hier im normalen Modus, wenn du Mode wählst, kannst du die Ausgangslautstärke bestimmen. Die ist jetzt hier auf 0 Instrument Level. So würdest du es einstellen, wenn du ganz normal in den Amp gehst. Du kannst aber das Signal auch ein bisschen boosten und kannst sagen plus 6 dB. Oder wenn deine Gitarre zu laut ist, kannst du sagen minus 6 dB. Kannst du machen, musst du nicht. Ich lasse es auf 0. So, und jetzt hat dieses Ding, weil es ein Bodeneffekt ist, haben die sich gedacht, jetzt haben wir schon so einen Teil. Wir bauen einfach einen Tuner ein, damit derjenige keinen Platz verliert. Das heißt, du kannst deinen Tuner vom Board runternehmen und das Ding als Tuner nehmen. Und hier sind wir jetzt im Tuner-Mode. Und dann kannst du die Gitarre stimmen. Die ist jetzt schon gestimmt. Oder? Die G-Seite. Selbst die G-Seite ist gestimmt. Sowas. Na, die B-Seite hat es nicht ganz so 100%. Und die E-Seite brauchen wir auch noch. Okay. 100% gestimmt. Zack. So, was du machen kannst, du kannst dem Tuner ganz viel einstellen. Dazu gehen wir in den Tuner-Mode, drücken auf Mode. Und jetzt bist du im Menü. Jetzt kannst du einstellen Needle oder Strobe, also ein Strobe-Tuner. Ja, ich mag Strobe-Tuner nicht so wirklich gern, deswegen
stell dich wieder zurück auf. Nee, jetzt ist er weg. Nochmal. Needle. Ja, und dann, wenn du Mode weiter drückst, kannst du hier auswählen, ob du dein Signal gern gemutet haben möchtest. Hier kannst du die Stimmung verändern, Drop-Tunings machen und hier, genau, das ist 440 Hertz und du kannst es auf 439 stellen oder 442. Kannst also im Tuner auch noch einiges konfigurieren. Das Wichtigste bei so einem Sender ist natürlich, dass die Übertragung so richtig geil funktioniert. Und dazu habe ich mit meinem Sohn Ben draußen ein kleines Video gedreht. Ich habe ihm seine Kindergitarre umgehängt, auf einen offenen Akkord gestimmt und ihn spielen lassen mit dem Sender und er läuft von mir weg. Und das Video, das blende ich dir jetzt ein. Hier in der Wohnung ist die Sache natürlich sehr schwierig, weil wie gesagt, wir haben hier tausende von WLANs, na gut, tausende nicht, aber bestimmt mindestens 15 und die ganzen Handys noch und wir haben hier sehr dicke Wände, weil ich wohne in so einem Nullenergiehaus, Neubau, sehr, sehr dicke und stabile Wände und ich probiere jetzt mal, was passiert. Ich laufe jetzt hier raus aus dem Studio, laufe ins Wohnzimmer, sage nochmal Hallo an der Tür. Dann laufe ich ins Schlafzimmer, sage nochmal Hallo an der Tür und dann laufe ich den Gang hinter und zurück. Und wir gucken mal, ob es irgendwelche Dropouts gibt. Ich werde die ganze Zeit spielen. Und da du ja nichts siehst, werde ich zwischendurch so ein paar Beauty-Shots von den Geräten einblenden. Okay, los geht's. Ich habe es jetzt die ganze Zeit gehört. Ich habe keine Aussetzer gehört. Vielleicht hast du welche gehört. Ja, ich habe es jetzt einfach durchlaufen lassen. Und ich denke aber, das ist definitiv ausreichend. So, natürlich die Anwendung. In der Wohnung so ein Sender. Brauchen wir das wirklich? Was heißt brauchen? Ich meine, was brauchen wir schon? Brauchen wir 20 Gitarren? Nein. Habe ich 20 Gitarren? Sage ich nicht. Aber die Sache ist die, ich habe hier zwei kleine Kinder. Die sind jetzt zum Glück im Kindergarten. Aber wenn die dann abends da sind und die spielen schön miteinander, hole ich manchmal die Gitarre und mache meinen kleinen Wohnzimmer-Amp an, so einen kleinen Fender Blues, Pro Junior heißt der, und habe den Sender dran, damit ich einfach rumlaufen kann, ohne dass irgendjemand übers Kabel fällt und auch ganz schnell die Gitarre einfach mit dem Ding hinten dran
aufs Sofa legen kann, wenn eins von den Kindern anfängt rumzuschreien, von wegen, Mama. Deswegen ist auch Indoor praktisch. Ist natürlich ein bisschen Overkill, ja. Ich meine, das Teil ist jetzt nicht so richtig super billig, aber es ist halt richtig geile Qualität. Was kostet es denn? Wollt ihr wissen bestimmt. Unverbindliche Preisempfehlung. 629 Euro. Also Empfänger, Sender, Kabel. Und das ist wirklich von der Qualität her einfach spitze. So, ein paar Spezialfeatures. Du hast hier einen USB-C-Ausgang an dem Empfänger und damit kannst du den Sender aufladen. Geile Sache ist, hier ist eine kleine Buchse drin. Und du kannst auch mit jedem ganz normalen Handyladegerät, kannst du auch den Sender aufladen. Also das hat jeder immer, also heutzutage ist überall irgendwo ein USB-C-Kabel. Ja? Also USB-C ist der Anschluss, der benutzt wird. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, also Latenz ist ja auch noch ganz wichtig, also die Übertragung. Ich habe das nicht gemerkt, ja. Also und natürlich der Sound. Klingt es genauso gut wie Kabel? Okay, finden wir mal raus. Ich spiele jetzt hier einmal den Riff von meinem Abschlusssong vom Grundkurs E-Gitarre mit dem Sender. Und dann spiele ich ihn nochmal und stecke das gleiche Kabel, was ich für den, was ich hier nehme, um aus dem Sender rauszugehen, in meinen XFX, spiele ich es nochmal. Also einmal mit Sender und einmal ohne Sender. Okay, und das ist der Unterschied. Falls ihr einen Unterschied gehört habt, ich habe keinen gespürt und ich habe keinen gehört. Ja, also ich meine, das Ding macht einfach, was es soll, ist perfekt verarbeitet, du hast einen Tuner eingebaut, auch der Empfänger, der ist übrigens gar nicht so schwer, aber der ist auch einfach ultra robust, teilweise aus sehr hartem Plastik und Metall und hier eingeschraubtes Kabel, das geht nicht ab. Du hast nicht so eine komische Antenne, das ist eine feste Antenne hier. Rumhängen. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, was mir nicht so 100% gefällt, zeige ich dir hier, das ist dieser kleine Schalter hier. Der, wobei der ist an einer Stelle, wo man ihn nicht abbrechen kann, ja. Aber ja, der wirkt nicht so 100% panzermäßig, ja, so wie der Rest. Der Rest ist 100% panzermäßig unterwegs. Ah, eine Sache muss ich noch erwähnen. Und zwar hast du hier auch ein Instrument-Input am Sender, sodass, wenn du das fest verkabelt hast im Rack, du einfach nur da ein Ersatzgitarrenkabel reinstecken kannst und dann direkt spielen kannst, falls die Batterie leer geht oder, keine Ahnung, falls die Sängerin dich so angerempelt hat, dass der Sender kaputt gegangen ist oder das Kabel durchgerissen ist. Wer weiß, ja? Also man sollte sich nie 100% auf Funksysteme verlassen, auch wenn ich mit den Sachen von Shure nie Probleme hatte, ja? Aber man sollte sich niemals 100% drauf verlassen und immer unter dem Board so ein Ersatzkabel haben, dass man zur Not weiterspielen kann. Und hier hast du halt den Input, musst du einfach nur reinstecken, zack, bumm, weiterspielen. Und nicht komplett hier Kabel rausreißen und das ganze Board auseinandernehmen. Sehr geile Sache. So, ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht, habe ich was vergessen? Also die Audioqualität haben wir gehört, die ist genauso gut wie über Kabel. Besser kann sie nicht sein, ja, weil du brauchst ja auch ein Kabel, um das Teil mit deinem Amp zu verbinden. Du hast die Dual-Band-Funktechnologie, damit du keine Aussetzer hast. Du hast keine nervigen 9-Volt-Batterien mehr. Du hast einen Akku, der hält 12 Stunden. Du kannst auch einen Ersatzakku kaufen, da hast du immer zwei. Und du kannst es mit jedem Handyladegerät aufladen. Perfekt. Du kannst mehrere Systeme von dem Ding fahren. Also eure ganze Band kann damit fahren. Es geht bis zu 16 Systeme. Es gibt mehrere Versionen dieses Gerätes auch. Das, was ich hier habe, ist das GLD 16 Plus, das ist praktisch die Pedalboard-Version. Dann gibt es noch ein GLD 14 Plus, da hast du dann stattdessen einen Empfänger, ja, einen ganz normalen Empfänger, den du auf deinen Amp stellen kannst. Dann gibt es einen GLXD 14 R Plus, also R, das ist dann ein Rack-System, also das R steht für Rack und da kannst du zwei in einer HE schrauben. Und dann gibt es das Ganze noch mit Mikro. Ja, das gleiche nochmal mit Mikro, natürlich nicht für Pedalboard, weil was brauchst du Pedalboard und Mikro, das ist absoluter Unsinn. Was es gibt, was für einige von euch interessant vielleicht ist, die
Singen und Spielen. Es gibt das GLXD124R+, Digital Wireless Combo Rack System. Da hast du gleichzeitig das Mikro und den Sender. Auch verrückt. Ich habe mir gerade eben überlegt, wäre doch geil, wenn man beides gleichzeitig hätte. So, Schuhe. Und jetzt macht man noch gleichzeitig in dasselbe System ein In-Ear rein. Und dann bin ich so richtig glücklich. Aber ich glaube, das ist technisch nicht unbedingt möglich, weil du hast ja dann in dem Gerät einen Sender und einen Empfänger. Und einen, also du müsstest praktisch bidirektional. Aber das wäre ein Ding. Ja? Wenn du jetzt einfach an dem Ding noch einen Kopfhörerausgang hättest, hättest du dein In-Ear drin. Und es wäre alles mit einem einzigen Rec-Gerät verbunden. Das wäre der Hammer. Ja? Also In-Ear und Dings in einem System. Sure, wenn ihr zuhört, das wäre einfach nur fantastisch. Gut, ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Es ist ein ziemlich geiles System. Es hat eine enorme Reichweite. Viel mehr, als du brauchst. Ich meine, in Realität, wenn du auf der Bühne rumspringst, die Leute wollen dich ja sehen. Ja? Und das Einzige, was man vielleicht mal macht, was ich früher mit meiner ersten Coverband oft gemacht habe, wenn es dann ein bisschen später wurde, dann bin ich da so runter mit dem Bassist zusammen und wir sind halt auf die Tische gestiegen und ich habe hier Purple Rain Gitarrensolo gespielt. Das war geil. Das geht nur mit Sender. Mit Kabel kannst du das vergessen. Wenn da irgendein Besoffen darüber fällt, dann fliegt entweder dein Amp von der Bühne oder deine Gitarre ist die Buchse rausgebrochen. Also das ist nicht so gut. Kann hier nicht passieren. Super geiles Zeug. Und wenn ich demnächst mal wieder öfter live spiele, wird das auf jeden Fall im Sack sein. Alles klar. Shure Dual Band Wireless System. Ich weiß, der Preis ist jetzt nicht so, wo du denkst, boah, das ist ja total billig, hol ich mir direkt morgen. Aber du bezahlst halt hier für hervorragende Qualität. Alles klar, das war's zu diesem System. Das war's für dieses Video. Dir vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Liken, abonnieren, Glöckchen drücken und schreib mir einen Kommentar. Bis dann, mach's gut und ciao.